So, da bin ich wieder. Ich habe das gleiche Video gerade eben schon mal versucht, aber da hatte ich ein Tonproblem und hoffe, dass ich jetzt keins habe. Ich habe mir hier ein Verlängerungskabel gelötet, damit ich mich etwas freier bewegen kann. Und irgendwie, ich glaube, der Stecker war nicht ganz richtig drinnen. Das kontrolliere ich lieber nochmal. Ja, ich hatte Engobe angerührt. Dazu habe ich hier einen Stabmixer, den ich auch nur für meine Werkstatt habe. Ich will das Ganze ja frei von Klümpchen haben. Das hier hat ungefähr die Konsistenz von Sahne. Da habe ich vorher schon eine Schicht gemacht, aber ich werde wahrscheinlich eine zweite benötigen. Deswegen kippe ich das hier rein. Schwenk das einmal kurz und dann wird das ganz zügig einmal gedreht, dass das hier über den Rand läuft. Und das war's auch schon. Jetzt muss ich das nur noch kopfüber halten, bis das aufhört zu tropfen. Sonst sammelt sich meine Engobe unten im Becher und weil die aus einem sehr fetten Ton ist, das heißt sehr feine Partikel, heißt viel Schwindung, das könnte reißen, ist zumindest schon mal passiert. Deshalb halte ich das kopfüber. Das werde ich auch tun müssen, wenn ich das hier glasiere, weil ich glasiere das hier ja roh. Also ich mache keine Sprühbrände. Sprühbrand bedeutet ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, das Zeug wird gemacht. Dann kommt das einmal in den Ofen bei etwa 900 Grad. Dann wird das glasiert und nochmal gebrannt. Und diese Sache mit dem nochmal brennen, das tue ich einfach nicht. So. Das sieht doch hervorragend aus. Ich mache hier lieber zwei dünne Schichten als eine dicke Schicht. Weil, ja, wenn ich zu wenig drauf habe, ich kann immer noch mal nachlegen, wenn ich zu viel drauf habe, das wird schwerlich möglich. So, hier das gleiche Spielchen. Das dauert halt seine Zeit. Also Engobe wird ja auch im näherhalten Zustand aufgetragen. Dann verbindet die sich am besten, weil Engobe ist ja nur flüssiger Ton. Verbindet sich am besten mit dem Untergrund. Das wird trocken schon schwierig, dass das hält. Und ich habe das mal versucht auf einen geschrühten Schaben, als ich noch geschrüht habe, und das hat gar nicht funktioniert. So. Jetzt würde ich das hier einfach so ein bisschen schwenken. Der Ton wird die Feuchtigkeit letzten Endes aufsaugen. Sieht das dann innen aus? Jetzt wird der Ton dadurch natürlich noch mal wieder weich oder weicher. Das heißt, ich muss warten, bis ich glasiere. Das kann ich vielleicht schon heute Abend machen. Vielleicht aber erst morgen. Ich glaube eher morgen. Weil ich heute Abend auch noch was vorhabe. Deswegen werde ich die ganze Geschichte hier ein bisschen abdecken. Dann habe ich da mehr Zeit. Oder ich stelle sie da hinten in dieses blaue Schränkchen. Naja. Das Ding habe ich mal vom Sparmüll geholt. Wenn ich irgendwas Empfindliches habe, was ich langsam trocknen muss, oder wenn ich sage, ich habe morgen wahrscheinlich keine Zeit, ich will übermorgen weitermachen und will nicht, dass das so schnell trocknet, danach war den Traktor angeworfen. Naja,
stelle ich das da rein. Wenn ich jetzt nur diese vier Tassen habe, dann werde ich da natürlich noch irgendeinen feuchten Lappen oder sowas dazu reinlegen, um die Luftfeuchtigkeit weiter zu erhöhen. Deswegen, also, wenn ihr an einem Sperrmüllhaufen vorbeifahrt, ich kann nur dazu raten, da mal einen Blick reinzuwerfen, ob da nicht irgendwas drin liegt, was man gebrauchen kann. Da muss man natürlich die Leute fragen, ob man es mitnehmen darf, sonst wäre das, selbst wenn es Müll ist, wäre das ja Diebstahl. Aber wir haben ja ein paar komische Gesetze in Deutschland. Ja, also kommt die wahrscheinlich da rein. So, jetzt haben wir das auch. Dann noch der letzte. Diese Engobe, die wird später, ja, so beige-gelblich wird die brennen, von der Farbe her. Da braucht man beim Töpfern oftmals ein bisschen Vorstellungskraft, weil die Sachen vor dem Brand komplett anders aussehen als danach. Und jetzt gerade bei dieser Engobe, der Ton brennt dunkelbraun, die Engobe brennt gelblich-beige. Und gerade bei diesem Ton hier, der Engobe, wird die jetzt im trockenen Zustand, wird der Ton heller sein als die Engobe. Aber das ist kein Problem. So. Umdrehen kann ich die jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich hier eine dünne Schicht Engobe auf dem Rand habe. Das ist noch ein Argument dafür, das Ganze langsam zu trocknen. Deswegen dauert das Ganze Zeit, dauert das Ganze halt seine Zeit. Ich habe auch schon mal Sachen innerhalb von einer Woche von der Scheibe in den Ofen bekommen. Das habe ich tatsächlich schon mal hingekriegt. Dann musste ich aber extrem langsam hochheizen, weil ich ganz genau wusste, irgendwo ist da noch Feuchtigkeit drin. Ja, ich habe ja hier innen vom Drehen noch so ein paar Rillen. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Und ich hoffe, ich habe die Engobe dick genug, dass die hier halbwegs deckt, aber dünn genug, dass das vielleicht noch so ein bisschen durchscheint an diesen Rillen. Das würde nämlich ziemlich cool aussehen. Aber wir werden sehen, ob das klappt. Da kommen nachher eh innen noch mit so einer dunkelbraunen Engobe so ein paar Sprenkel rein oder sowas, damit das so wachtelei-mäßig aussieht. Das würde ich hier oben auch noch machen. Also das, der hier bekommt ja später auch mit der gleichen Engobe. Das werde ich sprühen, damit ich hier so einen Übergang habe, unten dunkelbraun, oben dieses beige-gelbliche. Und auf dieses beige-gelbliche dann noch ein paar wieder von den Sprenkeln drauf. Das werde ich, wie gesagt, sprühen. Da habe ich hier eine Spritzpistole und hier meinen Kompressor. Und dann kann ich das alles wunderbar aufsprühen. Das ist eine große Erleichterung, finde ich. Da hatte ich lange Zeit diesen Glasurzerstäuber benutzt. Die kosten, glaube ich, 11 oder 12 Euro. Kommt da unten die Glasur rein und dann pumpt man eben. Kann man auch sehr gleichmäßig mit glasieren und man kann halt auch mit sehr, sehr kleinen Mengen Glasur arbeiten. Also wenn ich irgendwo nur noch 50 ml Glasur übrig habe, kann ich die damit verarbeiten, mit der Spritzpistole natürlich auch. Und immer noch gleichmäßig glasieren. Das geht sonst schwerlich. Gut. Dann war es das auch schon mal. Für jetzt.